Willkommen zurück zu Starfield. Wobei in unserer wahrscheinlich letzten Folge von diesem angespielt. Und ja, wir werden jetzt mal oben nach einem gewissen Ort fragen, den ich vergessen habe. Perfekt, läuft. Und vorher gucken wir uns noch einen Ticken hier unten um, was wir noch nicht gemacht haben. Wir waren jetzt im Wohnungsdistrikt, haben da mit ein paar Leuten gequatscht. Und die Luxuswohnungen sind echt sehr luxuriös. Hust, hust. Du bist so angeleuchtet. Hast du irgendwie was für uns? Der Job ist hart, aber er zahlt die Rechnung. Ja, und gefährlich, aber hey. Hier kann wahrscheinlich auch noch irgendwo in die Minen rein, gehe ich von aus, oder? Bestimmt. Aber. Gucken hier so. Nix? Okay. Puh, war das ein langer Tag. Ja. Irgendwelche Büros? Können wir auch kurz mal gucken, noch schnell? Und danach gehen wir dahin. Wusstest du, dass Deimos den Großteil der Schiffe für die UC Navy baut? Das ist ein extrem lukrativer Großauftrag. Hast du schon mal gesagt? Weiß ich gar nicht genau. Aber ja, los Richtung haben wir ja hier schon gehört. Okay, ist nichts Spannendes. Zudem will ich ja nichts klauen. Wir sind ja hier keine Bösen. Ich bin kein Bösen-Charakter, sagen wir mal so. Hier ist ein Computer, was? Hallo? Bekanntmachung. Sicherheitsschulung. Gut, ich wollte eigentlich gar nicht. Ist das, Guten Tag, Sir. Ich habe nichts gemacht. Arbeitest du für mich? Ich verliere da den Überblick. Ich bin Praktikant. Ich bin beschäftigt, jede Menge operative Dinge zu operativieren und so. Aha, okay, ciao. Gut, dann haben wir das hier auch. Wunderbar. Okay. So, drücken wir mal irgendwelche Läden. Oh, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ein paar Leute. Zu Reliant. Dr. Flynn hilft dir sicher. Ich würde schon gerne hin. Ist das hier oder was? Zufälligerweise direkt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Willst du etwas von Gouverneur Hurst? Von wem? Ich weiß nicht. Ja, und es ist dringend. Ja, ich muss wohl mit einem Anwalt reden. Ich will gerne mit ihm reden. Ah, nun, zum Glück hat Gouverneur Hurst Freude an Besuch und keine dringenden Termine. Das dürfte also kein Problem sein. Sehr gern geschehen. Wer ist dieser Dude? Ich bin einfach reingelaufen, stimmt wohl. Hi. Ich würde ja gerne weiter plaudern, aber ich erwarte eine Nachricht von der Handelsaufsicht. Du weißt ja, wie das mit diesen großen Firmen ist. Das Ding ist, wir haben noch gar nicht geredet, also. Ah, hallo. Willkommen. Für gewöhnlich habe ich keine Zeit, mit fremden Leuten von der Straße zu reden. Aber wenn es schnell geht, helfe ich. Na klar. Was kann ich für dich tun? Fragen. Ich kann deine allgemeinen Fragen zu Cydonia beantworten, aber nichts Politisches. Tut mir leid, aber ich rede grundsätzlich nur mit ausgewählten Journalisten und wichtigen politischen Spendern, die wirklich daran interessiert sind, den Wohlstand auf dem Mars zu sichern. Das verstehe ich komplett. Du kannst mir vertrauen. Ich möchte nur deine Meinung zur Politik in... Also das klappt. Okay, verständlich. Wir brauchen nicht über Politik reden. Das müssen wir auch nicht, wenn du das nicht willst. Ich will nichts hier aufzwingen. Ich bin dazu, wenn man so ist. Spenden. Bestechen, mhm. Darf man das fragen? Darf man das fragen? Ja, oder? Aber wir sind mir nicht zu neugierig. Komm, muss nicht sein. Ja. So. Danke für dein Verständnis. Man weiß einfach nie, wer einen in der Presse attackiert oder meine Position ausnutzen will. Das wenn du natürlich einfach darüber reden willst, warum Cydonia so toll ist, dann gerne. Also ist nicht nur so toll, klar. Das ist interessant. Vielleicht kommst du wieder, wenn du weißt, was du sagen willst. Cydonia hat nicht viel zu bieten, wenn man sich nicht für die erste große Kolonie der Menschheit abseits der Erde interessiert. Aber wenn du nicht zum Arbeiten hier bist und ein wenig Zeit totschlagen willst, auf der Mars-Oberfläche kann man toll wandern. Wunderschöne Landschaft, falls man rot mag. Aha, ja. Wenn du danach ein bisschen abschalten und das Nachtleben auf dem Mars genießen willst, das Broken Spear ist eine ganz gute Bar hier. Das ist unser Ziel eigentlich sogar.
Abgesehen davon, dass es die wichtigste Industriestadt für unsere Expansion in der Galaxie ist? Die Deimos Sternenwerft ist hier beheimatet. Die damals den Graf-Antrieb perfektioniert und die Raumfahrt im großen Stil erst ermöglicht hat. Ja. Und bis heute liefern unsere Minen und unsere Produktion essentiell wichtige Ressourcen an die gesamten United Colonies. Wir können nicht mit schickeren Städten wie New Atlantis an der Oberfläche mithalten. Aber ohne Cydonia gäbe es keine United Colonies. Ich wurde vor ungefähr 20 Jahren zum Gouverneur ernannt. Ich diene jeden Tag mit vollem Einsatz den fleißigen Menschen auf dem Mars. Ich kümmere mich um sie und ihren Wohlstand. Und sie helfen mir dafür, die United Colonies zu einem leuchtenden Symbol der Hoffnung für die Menschheit zu machen. Ja. Wenn du mich fragst, gibt es nichts Besseres? Ja, ja, Ungebrauner. Da ich dich kaum kenne, weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Aber Cydonia ist ein Industriezentrum. Hier gibt es reichlich Jobs. Wenn du Mining-Erfahrung hast, red vielleicht am besten mal mit dem aktuellen Mining-Direktor von Deimos. Oder du gehst zum Büro der Deimos Sternenwerft und fragst da. Wenn das nicht nach deinem Geschmack ist, gibt's reichlich örtliche Firmen, die immer Aushilfen suchen. Na, ist gut. Das interessiert mich zu sehr, um es auszulassen. Mach mir kurz mal. Süß, aber das reicht nicht. Wenn du den Preis nicht kennst, kannst du es dir wohl nicht leisten. Und ich weiß auch nicht, ob ich es von dir annehmen würde. Ja, man kann es immer tryen. Okay, da gibt es aber locker eine Mission, wo wir das machen können. Wettisch. Aber das wird locker 5- oder 6-stellig sein. Entschuldige, wir müssen zum Schluss kommen. Absolut okay. Ich würde auch auf gar keinen Fall bestechen. Ich wollte dir nur ein Geschenk anbieten. Ne? Gut. Was gibt's denn hier schon? Was hast du mit den Büchern hast du? Aha. Okay, ja, ja, ja. Nichts so Spannendes eigentlich. Gut, ciao. So, haben wir auch gemacht. Warte, wo? Aber behalte sie bitte immer im Halfter, klar? Ja, klar. Alles fit? Ja. Geh auf den Mars, hieß es. Die Bezahlung ist super, hieß es. Tja, die Depressionen auch. Verstehe ich. So, jetzt sind wir. Hier ist das Trading. Okay, jetzt sind wir durch. Jetzt können wir dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir dahin? Ich bin gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Genau, hier waren wir und jetzt müssen wir hier rein und dann dahin. Ich würde jetzt mal. Nicht, dass wir immer noch riesige Mineralvorkommen aus der Erde holen. Ja. Ich würde jetzt mal speichern kurz. Jetzt müssen wir schnell speichern. Automatisch speichern wir eh gerade. Super. Perfekt. Nur falls wir was verkacken, ne? Dann ja. Oh, Messer. Okay. Ja, wir nehmen nichts mit, wie gesagt. Alles okay, Gilly. Du wirkst in letzter Zeit etwas abgelenkt. Was gibt's? Wegen der Scheidung. Tia, ich hab dir doch gesagt, dass das privat ist. Ach, geht süß. Doch nichts über das frische Luft, oder? Stimmt, Gilly. Wir wissen es. Du hast es nicht gerade sehr gut versteckt. Naja, ja, ich aber... Ja, stimmt. Es ist hart, aber ich komme schon drüber hinweg. Na also, wie wäre es mit einem Mädelswochenende auf Paradiso, um dich aufzuheitern? So, was ist das denn? Klingt super. Da bin ich sofort dabei. Viele Leute glauben, die Psychologie wäre nur gut, um frühere emotionale Traumata zu behandeln. Man kann in aber den sie Minen, eignet sich auch zur Mars Prävention. Gutes Geld hier gibt es immer was zu tun. Mit allen ziemlich krass reden. Ich hatte seit 3 Jahren keinen Urlaub. Dabei ist die Urlaubsregelung von mir. Wow. Also was falsch gemacht, würde ich sagen. Es ist nicht leicht, die Dinge zwischen der Personalabteilung, aber für Probleme ist Tia zuständig. Okay. Hallo. Kenne ich dich? Wow. Jetzt willst du doch mit mir reden. Hä? Okay, warum ist das Lügen? Ah. Nun ja. Ich bin Leona Hawks, Kontaktperson von Deimos Sternenwerft. Wer mit unserem Büro zu tun hat, hat irgendwann auch mal mit mir zu tun. Wir sehen uns also bestimmt. Wunderbar.
Ich koordiniere zwischen der Deimos-Zentrale und den anderen Divisionen wie der Sternenwerft selbst und der Mining Division hier in Cydonia. Die Deimos-Sternenwerft ist ein komplexer Konzern. Die verschiedenen Divisionen haben unterschiedliche Ziele und Prioritäten. Mein Job ist es, sie alle in Einklang zu bringen. Schön. Die UC beauftragen uns schon seit Jahrzehnten, die gesamte Flotte mit Militärschiffen zu versorgen. Ist auch logisch, dass sie uns vertrauen. Deimos ist der älteste Schiffsfabrikant in den besiedelten Systemen. Viele der wichtigsten Weiterentwicklungen des Graf-Antriebs, seit es die Technologie gibt, stammen von uns. Unsere Kompetenz ist unbestritten. Ja, aber eure Station darum ist nicht so beeindruckend von den Anmerkungen, ne? Aber gut. So. Hier irgendwas Wichtiges? Bitte, kann ich mal aufhören. Hallo. Leistest du mir Gesellschaft? Du siehst aus, als hättest du eine interessante Geschichte zu erzählen. Intuition einer Gelehrten. Schön. Auch klar, Marien. Auch wenn, ja, passt eigentlich alles. Außenpostentechniken. Ich brauche noch keinen Außenposten. Bringt keinen Sinn. Jemand Nettes zu treffen ist immer gut. Was führt dich denn nach Cydonia? Natürlich. Ich habe eine Tour des Sol-Systems abgeschlossen. In letzter Zeit habe ich Galileo gelesen und wollte die Planeten besuchen, die ihn angeregt haben. Sightseeing auf dem Mars? Ich lag wohl richtig bei dir. Die meisten kommen nur wegen der Drinks im Broken Spear nach Cydonia. Du bist wohl interessanter als die meisten Leute. Was? Hast du jetzt über Buchschreiben gesagt? Ne, ich muss jetzt aber erstmal gehen. Verstehe. Labert. Danke für deine Zeit. Hoffentlich behandelt dich das Sternmeer gut. Cool. Okay, mit denen können wir alle anheuern hier. So, manche davon. Wahrscheinlich auch. Bist du hier nur auf der Durchreise? Auch nicht. Oh, hallo. Oh, hallo. Ja, ich will jetzt nicht schon mehr reden. Reicht. Außer mit dir. Hey. Hey. Dir auch, okay. Hi. Ist in deiner Crew noch Platz? Ach, guck mal, du auch. Waffensystem. Setz mich an den Auslöser der Energiewaffe deines Schiffes und deine Ziele bereuen es, an dem Tag aufgestanden zu sein. Cool. Aber gerade nicht. Hey, dein Pech. Wow. Aber vielleicht schon mal das mal. So, hi. Alles. Ich verkaufe keine Plörre. Wir haben Bier, Wein und Schnaps, aber keine schicken Cocktails. Jedenfalls nicht sowas wie in Neon oder New Atlantis. Wenn man einen Schnaps mit etwas anderem mischen muss, damit der schmeckt, sollte man lieber die Finger davon lassen. Ist okay. Jede Menge. Aber wenn ich die jedem neuen Gast sofort auf die Nase binde, erzählt mir nie wieder irgendjemand was. Das verstehe ich nicht. Ich bin diskret. Nur deswegen kann ich den Job seit 45 Jahren machen. Oh, schon recht lange. Will ich aber auch hoffen. Sonst musst du dir nämlich eine andere Bar suchen. Und zwar zackig. Alles gut. Alles gut. Spannend. Mir war es egal, als sie vor ein paar Jahren aufgelöst wurden. Und ich finde es nicht gut, dass sie angeblich zurückkommen. Okay. Ich suche einen Vanguard namens Moa. Namens Moa? So. Der war lange nicht hier. Ist vor einer Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Meinst du das etwa anders? Er meint das Weltall. Ma'am. Wow. Ja, man kann doch mal fragen. Ah, ja. Von der habe ich gehört. Nach der dritten oder vierten Runde hat er von nichts anderem mehr geredet. Und er hat eine laute Stimme. Aha. Hey. Einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, ah. Er hat einen Deckel. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also,
Wie viel? Ich wollte gerade sagen, das ist ganz schön teuer. Ja, warum eigentlich nicht? Das Spiel kenne ich. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst, was seine Schulden angeht. Nennst du mich etwa einen Lügner? Ich werf euch beide aus der Bar. Ach bitte. Zwei Fremde kommen von woanders her und wollen Infos, die nur du hast? Klar sieht man darin eine Chance. Würde doch jeder. Geh mit dem Preis runter. Sonst finden wir einen anderen Weg, an die Infos zu kommen. Schön. Ja. Hey, mach ich. Wir müssen gleich überzeugen. Er muss ja auch irgendwie von was leben. Wenn es Schrotter gehandelt wurde, 1000. Machen wir gerne. Wir hatten einen Rabatt vereinbart, oder? Ist doch alles da? Okay. Reden wir. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt, Lieder gesungen, sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet, keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön, dann muss das reichen. Dafür habe ich die... Wow. Nein, ich habe gedacht, das wird nicht. Zur Venus? Wissen wir ja wohl. Das ist cool, dass sie so in den Gesprächen mitmacht, so den Hauptgesprächen halt hier. Sich so einbringt, auch halt antworten kann und helfen kann in den Gesprächen, finde ich ziemlich nice. Nach dem Tag heute brauche ich einen Drink. Was Starkes. Weißt du was? Der geht aufs Haus. Ja, hast du gerade Geld bekommen, du Arsch, ne? Super. Okay. Ja, was? Gut, dann würde ich einfach zu Venus fliegen und dann schnell zur Erde und schauen uns die mal an. Vielleicht kann man runter irgendwo in die Mine, weiß ich gar nicht, ob es sowas gibt. Und noch ein, zwei Sachen machen. Vielleicht nicht ganz. Ja, ich habe schon ganz genau, umgeschaut, aber egal, das kann ich auch noch alleine machen. Übrigens, ne? Da ist was passiert. Vor kurzem. Aber gut. Ich habe neulich im Wartungsgang ein paar Thermoparasiten gesehen, die sich gepaart haben. Den Anblick kriege ich so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Tja. So, dann werden wir das mal machen. Auf zu Venus. Ich meine, ob Story-Quest hier irgendwie hinbekommen und man gespielt. Oh Mann. Ich bin übrigens seit knapp 20 Stunden drin und hab manchmal diese Mission. Das ist eigentlich schon lustig. Trotzdem kriegen wir auch kaum was erkundet. Das hat mir auch Zeit, wie ihr merkt. Vielleicht mit allen. Ich hoffe nur, wenn ich immer wieder herkomme oder generell in den ganzen Orten, wo ich bisher war, dass ich dann auch noch ein bisschen was hab zum Reden mit den Leuten. Ein, zwei neue Sachen. Und ich alles auf einmal so gemacht habe, wäre halt auch doof. Aber gut. Dann machen wir kurz einen Abstecher zur Erde und dann können wir einfach die Hauptstory noch bis zum Ende dieser Folge fortsetzen. Sollte halt kommen. Das ist doch ein Plan. Wir drauf los. So. Was hast du eigentlich noch dazu? Wir haben nur einen Punkt von Moaras Patrouillenroute als Anhaltspunkt. Ja. So ist das manchmal. Ja, ist aber nicht so cool. Ne? Adieu. Das ist... Ha. Ja. Ein Punkt. Das ist echt. Ja. Gut, wir können das scannen. So, abheben. Weg hier. Kommen wir wieder. Geht was zum Verbindung von aus. Letzte Kurs hier, wie gesagt. Ich hoffe, dass zumindest die anderen Orte, wie zum Beispiel Neon, dann nochmal so groß sind wie in New Atlanta. Das war schon ziemlich nice. Hoffe ich zumindest, weil der Rest ist ja nicht so riesig, aber ist auch okay. So, Map. So, hier gibt es noch ein paar Sachen. Klar, aber wir wollen zu Venus. Saturn, Merkur, Uranus, Jupiter, Neptun, Venus. Genau. Hi. Das sieht wieder aus, passend drauf. Ja, was war ich als.
Mission einfach nur zum Venus fliegen, ne? Mehr nicht. Das heißt, wir fliegen jetzt nach Venus. Mehr nicht. Nur Venus. Let's go. Okay, bin ich mal gespannt. Wir müssen ein bisschen kämpfen. Könnte sein. Da sind rote Punkte. Und da ist. Hallo, was haben wir denn hier? Drin, das. Siehst du diese Gruppe von Schiffen? Ja. Baron von Hattika. Schon mal einem begegnet? Ihre Gottheit ist die große Schlange, die Ungläubige verschlingt. Was passiert wohl, wenn sie uns entdecken? Machen wir hier draußen bei der Venus. Wie kann ich das noch auswählen, Leute? Keine Ahnung. Offenbar greifen sie wahllos Leute an. Haus Varun unterhält zwar Beziehungen zu den anderen Fraktionen, aber sie haben keinen Einfluss auf die Fanatiker. Sagen sie. Nein, aber etwas anderes vielleicht. Es schwebt ein Yussi-Satellit beunruhigend nah an diesen Varun-Schiffen. Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Loks herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard unterwegs war. Am besten, um sie uns zu entdecken. Na. Richtig. Minimale Energie. Langsam. Wir schnappen uns die Satellitendaten und springen weg. So. Erfahre die Schusssysteme möglichst weit herunter, um nicht entdeckt zu werden. Systeme mit Waffen und Schilder, Systeme wie Waffen und Schilder verraten dich. Um dich so gut wie möglich zu verbergen, fahre alle Systeme herunter, bis auf ein oder zwei Balken beim Antrieb. Halte dich von gegnerischen Schiffen so weit wie möglich fern. Begib dich in eine Entfernung von maximal 500 Metern zu Satellitenbarke, damit du sie aktivieren kannst. Okay, bis auf den Antrieb. Hat ein anderer auch noch gefragt. Aber egal. Aber die hätten wahrscheinlich eh nicht gesehen, sehen ja auch nicht. So, was haben wir denn alles da? Das sind der Fanatiker, warum halt? Das ist die Satellitenbarke und da sind die. Die sind auch recht weit weg, würde ich sagen. Okay, dann fahren wir mal. Ja, das nicht, machen wir erstmal nur auf 1. So. Fliegen jetzt mal ganz vorne Stücke. Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Er sprang aus dem Sol-System ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Könntest du auch fighten? Aber ich weiß nicht, was das immer davon hält, ob es eher positiv oder negativ für sie ist. Aber aktuell ist ja der Plan, einfach nur mal unbemerkt da rein zu gehen. Das ist der Plan, das machen wir auch. Wir können zwar kämpfen, klar. Kann ich mich eigentlich drehen? Oh, oh. Ach du Scheiße. Aber teilweise. Okay, Stau bekomme ich dann. So war das gewesen mit dem Drehen, okay. Ja, fighten muss jetzt nicht unbedingt sein. Was wenn das schon so das Tutorial ist, gerade mit dran schleichen. Kommt auf jeden Fall. Ich hoffe, die sehen das nicht, ne? Kann ich mich hier umschauen? So, werden wir fliegen? Irgendwie? Ja, keine Ahnung. Was sieht jetzt gut aus? Klar, wir könnten auch 2 Power auf den Antrieb geben, aber dann könnten die uns halt maybe bemerken. Dann müssen wir es immer neu machen, das dauert nur noch länger. Komm schon, flieg. Ja, ein bisschen schneller geht. Noch.
ist nicht gut. Die ja. Erde und alles ringsherum wurde vor Ewigkeiten verlassen. Und in den alten Sternenwerften wimmelt es von Spacern und Plünderern. Warum wurde sie verlassen? Das würde ich immer noch gerne wissen. Was ist da passiert mit der Erde? Mit unserer schönen Erde. Was ist los? So, können wir einfach von hier wegspringen? Gucken wir die Map, ob wir da hinspringen können, einfach jetzt. Wir müssen ja jetzt zur Erde, ja? Das ist doch der Plan. Ja, da, Luna. Begib dich zu Nova-Sternen. Gedöns Stern werft. Und tschüss. Ich hab mich vergessen, das Thema aus. Scheiße. Ich hoffe, die warten nicht auf uns. Ich schieße jetzt direkt. Durch den Gegner. Laser. Das war nochmal die Papier raus. Okay. Die Nova Galactic Sternenwerft. Immer noch beim Mond der Erde. Ja. Hier wurden die ersten interstellaren Schiffe hergestellt. Die Module werden immer noch verwendet, obwohl die Sternenwerft seit langem stillsteht. Genau, was ist passiert? Das ist inzwischen lange her, aber die Erde hat ihre Atmosphäre verloren. What? Sie sickerte ins All. What? Der Menschheit blieb 50 Jahre für die Evakuierung. So nahmen die United Colonies ihren Anfang. Mit der Organisation des Untergangs. Die Erde ist jetzt nur noch eine Staubkugel. What? Selten findet man auf der Oberfläche noch ein Überbleibsel der Welt, die wir zurückgelassen haben. Ist auch ein guter Milch, könnte das alles halt die Erde halt so ins Spielreise bringen, wenn man nicht viel drauf machen muss und halt als Entwickler, ne? Nicht viel drauf platzieren muss und Stuff, wenn die halt einfach am Arsch ist. Huh. Okay. Also, wenn du einen kleinen Umweg machen willst, ich habe nichts dagegen. Vergiss nur nicht, dass wir Vanguard Moara und das Artefakt finden müssen. Du kannst an den meisten Sternstationen Schiffen andocken, um sie zu betreten. Ja, du musst das Schiff in deine Hand auswählen. Ja, ja, okay. Mond spazieren gehen. Das irgendwas noch so? Hast du Dialoge mit ihr? Theoretisch. Map. Gibt's auf dem Mond irgendwas? Wir können einfach landen. Cool. Also, sie meinte, wenn wir was machen wollen, sollen wir einen Umweg machen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, guck mal einfach, was auf dem Mond ist, oder? Würde ich sagen. Das hier ist, ja, unser Marker. Dann landen wir doch einfach mal hier. Random. So. Kleiner Abstecher. Muss mal die Möglichkeit haben. Sagen wir kurz mal dem Mond hallo. Dann machen wir uns das Artefakt. Der Typ, vielleicht. Ja, was läuft. Ich bleib nicht lange hier, nur ganz kurz, 10 Minuten oder so, maximal. So. Geh mal raus. Ha, wir sind auf dem Mond. Wuhu! Wah! Strahlung. Sieht schön hier aus. Nein, aber ganz schön in der Nähe, holy moly. Wir müssen immer noch herausfinden, wo Vanguard Moana ja. ist. Augen auf. Klar, schieß los. Okay, jetzt auch keine extra Radiologe. Bis nachher. Lass mal ein, zwei Meter laufen, vielleicht sagt ihr noch irgendwas. So, hier hatten wir übrigens ultra viel Stuff anscheinend. Da ist das Schiff gelandet, das ist in der Nähe. Ich könnte natürlich mal gucken, was da ist. Oberflächenkarte, Magie. Aber es ist halt weit weg, das Stuff. Wir sehen nur eins der Sachen. Wir können gucken, wer das ist. Okay. Hui. Dann sind da irgendwelche Gebäude. Wo kommt der eigentlich mehr mit? Das haben wir sonst auch mal gemacht. Naja.
Na gut, das Schiff ist ein bisschen zu weit weg. Wir haben ja eigentlich was zu tun. Was? Sieht schon. So, auch so der Sternenhimmel hier. Sieht schon nice aus. Wollt ihr Radioaktivität? Ich glaube, wir sind geschützt mit unserem Anzug. Dafür war einiges gebaut. Lass mal doch zumindest das Ding da inspizieren. Wenn wir schon mal hier sicher sind. Und dann geht's. Ja. Machen wir gleich Abstecher zur Erde. Besser ist das, weil es ja eh nichts gibt wahrscheinlich. Dann mal kurz bei der Erde hallo, ob da irgendwas noch ist. Ob die Erde etwas bisher aufgenommen hat. Das ist schon krass. Hui. Jawoll. So lässt es hier reisen. Bäh. Okay. Sieht der Anzug aus? Ach du Scheiße. Alter, Katastrophe. So, hier liegt auch noch was. Da kann ich ja nicht durchlaufen. Okay. Was für ein Ding? Ich hätte gerne ein kleines Bildchen dazu. Oh, das Ding war ganz viel wert gewesen. Polymer, neu. Lichtmittel. Ja, einfach alles. Alles? Nee. Wie war das nochmal? Ja. Vergessen. Und Schlagschrauber. Ja. Komm. Okay. Da will ich aber gar nicht. Ist da oben noch irgendwas? Sieht schon interessant aus da hinten. Aber nein. Das ist nicht unsere Mission. Ist da noch ein Schiff? Ich glaube ja, ne? Oh, was ist das so? Ups. Gut, dann geht's erstmal zurück. Dann ganz kurz zur Erde. Und dann machen wir die Mission noch. Der Ganzen ist auch noch was. Es gibt keine Fahrzeuge und so, muss ich echt verarschen. Oder kurz mit dem Schiff dahin fliegen, so einen Meter. Selbst. Ja? So, die Seite. Selbststeuernd. Das wäre cool. Tja. Gut, haben wir so einen Mondspaziergang gemacht. Naja. Dann kurz zur Erde. Kurz mal unsere alten Planeten Hallo sagen. Weil die Atmosphäre weg ist. Sind dann auch automatisch. Ist die Oberfläche auch komplett am Arsch? Ich meine, da kann ich es überleben, ist mir klar. Aber auch alle Gebäude und alles? Struktur? Welche Ruinen noch oder so? Hm. Weiß ich ja nicht. Das hätte ich ja bisher nur anders, wäre es einfach nur so ein Staubplanet. Wo nichts mehr ist. Ach ja, ja, wir müssen ja wieder den Moment. Schilder. Antrieb. Was war weg nochmal gewesen? Hab ich vergessen. Laser. Kraftantrieb. So. Map. Wir würden gerne. Da. Erde. Hallo, Erde. Landmarke London. Ja, bevor wir da landen, würde ich erstmal generell so gucken. Wie sieht es denn auf unseren guten Planeten aus? Ich würde erstmal direkt neben dran. Dann landen. Erst haben wir die Erde, hallo. Wir landen normal und dann gehen wir zu der Landmarke. Wo er anscheinend was sein wird. Uiuiuiui. Gibt's Reste. Okay. Trümmer ohne Ende. Wundert mich aber auch kein bisschen. Kann ich irgendwas looten? Naja. Map. Ich würde gerne erstmal vorwärts da landen. Zum Beispiel mal da so landen. Sandwüste. Alles Sandwüste, ne? Das ist scheißegal. Oder? Das ist scheißegal. Ja, bin ich mal gespannt. Das ist wirklich nur mal. Ey, verlorene Wüste. What the fuck? Okay. Ich glaube, ich hab das ist der, das wird locker. Falsch benannt. Na gut, ohne Sauerstoff alles am Arsch. Aber dass es dann so eine Wüste ist? Okay. Deswegen.
Hat aber auch irgendwie was. Strahlung, extreme Strahlung, ja, ja. Ja. Anziehungskraft hat sich auf jeden Fall noch wie je. Uff. Gibt es hier gar nichts in der Nähe. Ja, okay. Was ist das? Oh, abbauen? Alte Sternenwerften und andere verlassene Stationen im All sind immer das Zuhause von irgendwas. Vorsicht. Wir unterhalten uns später. Ja, das ist wahrscheinlich eher auf die Mission bezogen. Ach Mann, falsche Taste. Was ist das hier? Würde ich gerne abbauen. Cutter. Bleivorkommen ist das. Okay. Was hat ich hier hinten noch gesehen gehabt in unserem Scanner? Chlor, Blei. Da kann ich doch nichts mehr machen. Ist aber recht groß. What the fuck? Sogar. Aber da kommt wahrscheinlich ein Außenposten, baue ich davon aus, ne? Ach, schon mal die Erde einfach wieder besiedeln. Geil. Was ist Unbekanntes? Ich bin schon ein bisschen gespannt. Was für unbekannte Sachen? Da auch. 500 Meter. 700 Meter. Erst auf einmal. Wow. Das ist schon weit weg, ne? Ah, oh, nö. Aber hier ist der Gravity. Oh, gar keinen Bock, dahin zu laufen jetzt. Ne, wir gehen zur Landmarke. Ich meine, andererseits, was soll hier unten sein? Scheiße. Ich bin zu neugierig, um das da stehen zu lassen. Bin mega leid. Aber ja. Ich weiß nicht, was Böses gibt es hier wahrscheinlich eh nicht. Es ist absolut eiskalt hier. Ohne unsere Anzüge sollten wir nicht lange bleiben. Ja. Was ist das hier? Kann ich das abbauen? Ach Mann, falsch ist das schon wieder. Kotzen. Cool war das. Cool ist, was das so sagt. Vielleicht mal auf Mond auch weiter rauflaufen sollen. Naja. Egal, wo müssen wir hin? Da. Was ist denn da hinten? Ich sehe von hier aus gar nichts. Und vom Scan her gibt es ja auch nur Ressourcen, die wir finden können. Sonst gar nichts. Okay, Tiere, gut. Wie auch. Schon wieder das Zeug, schon wieder Chlorgedöns. Kommt irgendein Überbleibsel der Menschheit. Das wäre nice. Irgendwas da hinten. Please. Sieht schon wieder aus, als könnte ich es abbauen. Aua. Tut einfach nur weh. Na gut. Schadgas. Ah, ich bin nur kurz reingelaufen. Nur eine Verbrennung holen können, ich weiß. So, was ist jetzt hier hinten? 100 Meter. Geografisches Merkmal entdeckt. Was genau? Das da. Ja, gehen wir gleich hin. Was ist das hier eigentlich? So kurz wie eine Höhle aus oder so. Ein geografisches Merkmal. Ja gut, was soll es auch sonst hier geben? Da war das. Das blind. Müsste hier sein, ne? Sehe gerade den Marker dafür nicht. Ach, hier. Scannen. Was ist es? Tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Mineralisch, oder? Oder pflanzlich? Ne, mineralisch. Eisenmeteoritenfragmente. Der Meteorit zerfiel beim Aufprall und zog eine verstreute Spur aus Trümmern hinter sich. Okay, hier ist ein Meteorit runtergeballert. Haben wir eine Eigenschaft, nice. Aber du bist... Ja, gescannt, aber mehr kann ich hier nicht machen, okay. Aber eins von drei, das ist... Ah, okay, wir können wahrscheinlich noch mehr Merkmale finden, ne? Zwei von drei? Der Betrieb ist für Aufbergen. Was ist das dritte? Dann kommen wir schon irgendwelche Infos.
Haben wir das schon? Ich glaube nicht. Das fehlt das. Das fehlt jetzt noch. Okay. Sturmkrater. Boah. Ein kleines Skill damit. Okay, gerade ein Meteorit runter ist halt zerfallen, eingeschlagen. Oh, hey! So ist das. Okay. Mir gibt's hier auch nicht. Na gut. Gehen wir zurück. Kurze Landmarke. Und dann noch schnell zur Mission. Das wird immer stressig. Ist ein bisschen was, was wir vorhaben. So. Tja. Er kann 5 Ressourcen scannen. Was haben wir denn? Na gut. Ist hier so ein Fahrzeug, wäre doch geil, oder? Einfach hingefahren. Hier ist eh alles recht eben durch den Sand. Boah, wäre das cool. Hallo. Ich hätte schon noch scannen können. Ups. Nicht vorne nicht getan. Jetzt schon, aber trotzdem. Hab ich vergessen gehabt. Müsste ich auch noch was scannen? Ich weiß es gerade nicht, ne? Nee. Okay. Hallo Landeplatz! Gut. Auf zu den Abmarker. So, da. Erde natürlich. Hinter. Bin ich ja mal gespannt, was da noch ist. Richtig? Schaffe. Huch. Siehst du da Schönes? Ja, gut. Ich kann wahrscheinlich nicht lesen. Schade. Sind wir bei der Landmarke? Habe ich mich verdrückt. Ja, wir sind hier richtig. Was ist denn das für ein Ding, ey? Holy shit. Ja, dann let's go. Unbekannt, ja, das ist klar. Krass. Lustig als Andenken der Gebaut und Raten. Wahrscheinlich ist gar keine Übelplebs, die es wirklich gibt. Nix. Ob das schon so viele Jahre her ist. Verdammt. Ach, schon, ich muss auch noch Ressourcen finden, das ist ja der gleiche Planet. Hey, kommst du mal? Nicht trödeln. Wir müssen das Ding davon untersuchen. Ich stecke. Hier für deinen Kram. Das ist noch was anderes, okay.
Ja, ist nicht gerade klein auf jeden Fall. Aber zerfällt schon. Hm. Wow. Hui. Londoner Landmarker. Können wir Ressourcen fahren? Okay. Das Ding kann ich nicht mehr. Du sagst nichts dazu. Wir. Ich bin enttäuscht. Was ist der Weg zurück? Ja, ja. Was? So ein Metallklotz hingestellt. Oder weiß man hoch raus, was auch rausschaut. Warum sollte das noch stehen, der das nicht? Ich meine. Nur eine Landmarke. Das ist Metallplatten, das sind keine Fenster oder so. Wenn ja schon längst kaputt. Ja. Auf jeden Fall. Ist das gar nichts? Nur so ein Metallklumpen? Ich frage mich, ob es hier vielleicht irgendwo eine Höhle gibt, wo man noch was findet, der alten Welt. Das wäre echt nice. Einmal drum gelatscht. Krass. Aber nicht viel. Eigentlich gar nichts. Was ist so ein Metallklumpen? Kommst du nicht gerade von da? Egal. Hey. Wir müssen immer noch herausfinden, wo Vanguard Moara ist. Augen auf. Ja. Ist mir recht. Was hältst du von der Erde? Ach, darf ich nicht fragen. Bis dann. Ist doch schön hier, oder? Hast du hier früher? So, da wo meine Wüste gelebt hat. Das interessiert mich, mache ich aber dann ohne euch. Wir haben noch eine Mission zu tun. Ja, vielleicht findet man hier sogar noch Sachen. Wait, ist das doch Glas? Soll das Glas sein? Landmarker, ja. Keine Ahnung. Ist schon irgendwie beeindruckend, dass es hier noch so steht hier. Aber man kann halt nichts machen. Wir kommen nicht mal ein Gespräch. Wie ist ein Gespräch denn vorgestellt, dass irgendwas kommt? Ich einfach nur so entdeckt. Schade. Generell gibt es ja nicht viel. Hm. Sollte man eine Schnellreise machen. Interessant. Also könnte man jetzt dahin laufen und eine Schnellreise dahin machen. Wenn ich auf die Zeit schaue, nein, wir müssen dringend zur Frontier. Wird nicht überladen, wir können eine Schnellreise machen. Ich wollte euch mal zeigen, die Schnellreise, ja. Das ist gerade ein Zeitsporn. So. Auf. So. Venus war das, oder? Nee, Erde. Nee, Bullshit. Erde, Mond. Mond war das. Mond. Ja. Mond, da dieses Space Station. Das ist gleich. Okay. Wir müssen dahin. Weg von der hässlichen Erde. Kein Wunder, dass da keiner mehr sein will. Aber ich meine, außen was nix. Man lässt sich auf den scheiß Mondfilm mehr als auf der Erde. What the fuck? Naja. Dann. Guck mal, ob er da ist, der Dude. Oder ob er irgendwie als Geisel gefangen genommen wurde, da weiß er schon. Sollte man jetzt hier Hallo sagen? Ja. Erstmal so ankündigen, dass wir kommen. Immer gut. So, hi. Bin genannt. Und dann gehen wir kurz da rein, sagen ihm Hallo, nehmen dir das Artefakt ab. War doch so, der hat doch das Artefakt gehabt, oder? Deswegen, wenn wir mit dem her sind, wenn wir reden wollen, oder hat das nur gesehen, gefunden und weggegeben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir mit ihm, ihn finden. So. Jetzt wird jetzt easy. Eine Sache von 5 Minuten und dann kann ich die Folge hier beenden. Das ist doch genau das, was wir, was ich hier will. Bist du bereit? Ich hoffe. Let's go. Achso, angedockt. Oh, muss ich raus. Klar. Natürlich. Ist das unser Mann? Ich weiß es nicht.
gibt Sauerstoff. Cool. Zwei Schritte rein und schon haben wir eine Leiche. Aha. Okay, es ist nicht Vanguard Moara. Die Spacer haben hier wohl rumgesucht und da kam jemand anders, um Hallo zu sagen. Du wirst noch öfter Spacer-Crews begegnen. Sie plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Das ist belastend. Sie sind sogar noch weniger organisiert als die Crimson Fleet. Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Uff. Ja, da hocken wir uns erstmal neben ihnen, ne? Oh, und genießen die Aussicht. So. Gut. Oder nicht gut? Keine Ahnung. Also ihn haben wir gelootet. Hallo, wer da? Wird aber nicht so riesig sein. Ganz ehrlich, looten kann ich auch noch später. Wir sagen jetzt nur mal ihm Hallo. Wobei, wenn wir doch hier irgendwie schnell weg müssen. Leute, die bleibt einfach sitzen. Wie geil. Wir nehmen nicht mehr jeden Schuss mit. Das habe ich jetzt schon mal gelernt. Das hat einfach keinen Sinn. Nur, dass das wert ist. Steht da? Action soon. Ja, ja. Du bist mich gerade. Das ist alles gut. Da können wir rein. Machen wir gleich. Hier ist eine Tür. Moment, ganz kurz. Kurz looten machen wir jetzt noch. Bevor ich dann doch weg muss oder so. Schnell hier raus. Und dann haben wir nichts mitgenommen. Oh, Klebeband muss mitgenommen werden. Das ist ganz wichtig. Feuerlöcher ist Geld wert. Du bist auch Geld wert, auch wenn du scheiße schwer bist. Du bist richtig viel wert. Ist das ein Safe? Nee. Oh, hier ist noch eine Leiche. Hallo. Sei lieber gründlich. Okay. Bin ich doch. Und eine Cappy. Ein Dietrich. Sauwichte kann man nicht viele von. Spielzeug, was Geld bringt. Eine Tasse, die ich aufstellen könnte. Schnapsgläser haben wir auch noch nicht. Können wir bei uns ins Haus dran stellen. Also Deko-Objekt, nehme ich das Ding mit. Der ist nicht so viel wert. Du bist viel wert. Okay. Aber wir können hier nicht nichts machen sonst. Weil er sagte, wir sollen gründlich sein. Vielleicht finden wir noch was heraus oder so ein Motto vor, dass ich irgendwie auf die Fresse bekomme. Und da lang müssen, gehen wir in diese verriegelte Tür rein. Lehrling. Ah, wie das schwer sein. Nicht so schwer sein. So. Ah, da, 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 da. Und das hier können wir machen. Hä? Okay, Moment. Das da. Das da. Das da können wir machen. Dann haben wir die drei noch übrig. Genau. Das, das. Oh, entweder. Das. Und dann wahrscheinlich das hier. Dann ist einer übrig. Das kann nicht sein. Muss der hier auf jeden Fall sein. Hä? Ich kratze dumm dumm dafür. Der? Der geht nicht. Wenn ich den hier nehme. Hätte ich den vorherigen Schlüssel nicht nutzen dürfen? Weil der geht. Der geht nicht. Der geht nicht. Scheiße. Hä? Bitte warten Sie kurz. Folgende Sendung verzögert sich um ein paar Minuten. Das da. Da haben wir den aber nicht. Scheiße. Aber steht ja für unten drunter irgendwo für da. Hä? Ich will nicht mal ganz den Schlüssel verbrauchen dafür, für diese scheiß Tür. Warte mal, ist das falsche Ding ausgewählt? Das kann doch nicht sein. Oh, come on. War das hier? So, auf dem da. Das auf dem. Und das auf dem hier. Das da. Das da. Und das da.
Hä? Hab ich eben dumm gedacht oder so? Egal, Leute. Wir müssen auf jeden Fall hier rein. So. Medipack. Was für ein Ding? Irgend Zeugs. Munition, eine Waffe nehme ich gerne mit. Splittergarten, irgendeinen anderen Scheiß. Steinwerngard. Vielleicht auch nicht nice so. Was haben wir hier noch? Nee. Plättenfläschchen. Nur aus Werten, wiegt nix. Ist okay. Ordner. Nee. Credits. Munition. Jetzt bringt auch kein Mensch. Okay, dann jetzt ein bisschen paar Credits rum. Das ist doch ganz geil. Gehen wir in die Sternwerft rein. Gucken mal, ob unser gesuchter Mann hier ist. Ist hier wer? Problem ist, wenn hier der hier ist und vielleicht die anderen getötet hat, könnte er auch auf uns schießen. Obwohl ich weiß, dass wir nicht unbedingt fertig sind. Bei den ganzen Leichen hier ist es, glaube ich, nicht ganz ungefährlich. Das weil ich trotzdem die Waffe wegstecke. Ich habe keinen Bock auszusehen zu schießen. Teppichmesser. Auch eine Leiche. Was ist hier los, ey? Kampfmesser. Tja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Nee. Das ist korrekt. Ist hier hinten versteckt? Keine Ahnung. Nö. Vielleicht ja doch, wer weiß. Ich habe nichts gesehen. Hier ist recht safe. Eingreifen? Ja, ne? Minuten später. Oh, feindlich! Scheiße! Sollen wir unserem Mann helfen? Dann wird er vielleicht auch uns helfen. Was ist der Plan? Gegen Spacer kämpfen die, was? Zwei Fraktionen. Ich hätte ja verkämpfen lassen können, was? Ich habe euch geholfen. Seid ihr jetzt nett zu mir? Was für unser Mann, die wir helfen sollen? Das ist ein... Wow. Söldner gegen die gewesen. Hätte ich ja verkämpfen lassen sollen. Wow. Ist doch vorher gewusst. Ja, super. Irgendwas Sinnvolles zu mitnehmen? Tasten gibt's hier. Was für die Wert? Modi Modi. Hab ich gelesen? Weiter. Gut. Na, Bücher, die was wert sind. Ach, nehm ich auch mal mit. Die Bücher sind nichts wert, die nehmen wir nicht mit. Aha.
Oh lol, was? Ey. Lol. Das ist cool. Ich hoffe, ich bin noch nicht bald überladen, ne? War doof. Wow. So, jetzt ist ein bisschen was wert hier. Ist hier noch wichtiges Boot dabei? Nee. Okay. Hier durch. Wunderbar. Irgendwas Wichtiges dabei? Oh. Tatsache. Ja, wenn die Leute wert sind, nehme ich es gerne mit. So, das Ding ist, wir haben noch ganz schön viel vor uns. Wir haben noch dann unsere eigentlichen Bereich. Alter, ist das Ding riesig. Scheiße. Rucksack, epischen Rucksack. Cool. Das Durchgefühl ist, dass es ein bisschen länger dauern wird mal wieder. Ich dachte, das wäre nicht so riesig. Scheiße. Wieder Leute hier von schießen. Oder irgendjemanden schießen. Ihr macht das schon, ne? Ich bin jetzt schon überladen. Ach, das habe ich schon gleich mitgenommen. Come on. Ja, selber, ich schaffe dich gleich, ne? Du machst das. Gelootet, ups. Ist jetzt durch oder ist da noch ein Gegner? Okay, was ist das für ein Raum? Was nehme ich gerne mit? Da habe ich nichts gegen. Einige Leichen. Schon noch gerne gefunden, ne? Mit euch. Scheiße. Das ist hier alles. Eine alte mit. Trage zu viel. Ja, ja. Milch. Behälter. Ist bestimmt was drin gewesen. Monotreibmittel. Nehme ich auch noch mit. Cool. Das ist einfach ein Teil. Okay. Keine Ahnung. Hier ist ein Konferenzsaal gewesen oder was? Scheint. Geld und Geld. Nehme ich mit. Wollte ich eigentlich nicht, egal. Essen lassen wir nicht liegen. Credits, lol. Bist du ups. Genug beladen oder willst du noch mehr? Erstmal ganz angenehm so. Willst du nicht dafür gleich dir bestimmt was geben? Feuerlöscher und Spülmittel. Weiß nicht, ob sich die Feuerlöscher überhaupt lohnen. Die sind schon recht schwer, aber die bringen halt auch Geld. Ist hier noch gewesen? Hab ich aber irgendwie übersehen. So hat man übersehen, das ist ziemlich wertvoll. Lesen. Okay. Was bleibt denn noch? Warte, die wird weg. Respekt. Eine Kaffeetasse. Die sammeln wir auf jeden Fall auch. Ich davon. Ich schnapp, weiß ich gerade nicht. Ich werde ja so überladen rausgehen. Ach du Scheiße. Aber bei den Söldnern, die haben auch ein bisschen was dabei. Ich hab's gelootet, doch das habe ich nicht mitgenommen. Was mit mir? Hä? Was ist los mit mir? Das Ding hat auch noch einen Raum. Das ist doch kacke. Das ist schon groß hier alles. Scheiße. Looten, looten, looten. Es läuft sich am besten überladen. So war auch das, oder? Die brauche ich erstmal nicht so. Aber so Waffen und Rüstungen, die nehme ich gerne mit.
Keine Schnitz. Ja, ja, entspann dich, ich hab die falsche Waffe. Aua. Wofür bin ich irgendwie richtig? Das soll ich noch gar nicht hier langlaufen. Na komm raus. Hüpf. Auf den falschen Tunnel ist mega ärgerlich, ne? Die irgendwie brauchen die Situation. Lass den Rest da. Mach schon immer so. Kennst mich doch. Alles ist wichtig. Was ist denn hier los? Hat schon ein paar coole Sachen hier dabei. Spritzen, ja gut, die brauche ich jetzt nicht. Der Amphäs gemacht Geld. Hä, hey, die bringen Geld. Lol. Tabletten. Eine leere Flaschen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Soll ich eigentlich noch hier vorher rein? Bitte. Experte. Das ist ja frech. Weil da hinten ist so viel. Wir müssen dringend Schloss knacken lernen. Aber ganz dringend. Ist hier denn eigentlich noch irgendwas? Oder ist hier Sackgasse? Ich würde mich eigentlich gerne ganz am Anfang nochmal schauen, wo unsere Questmarker ist. Oder dann hier weiterlaufen. Erstmal, wenn wir nur Hinweise finden, wir finden ihn ja nicht direkt. Dann müssen wir locker eh noch hier durchlaufen. Und was hat uns, ob es hier weitergeht? Oder ob hier Sackgasse ist? Ich gucke ein bisschen der Scheiß daran gerade. Was ist denn das? Sanduhr, was? Ja, nimm mich mit. Ist golden. Ist cool. Kannst du bitte einen Schritt zur Seite gehen? Danke. Fläschchen bringt Geld. Karten nehme ich gerne mit. Okay, das haben wir auch. Versteckt im Lager. Nee, super. Hä, im Lager gibt's nix. Was ist das denn für ein Lager? Also, es gibt Sachen, aber nichts, was ich mitnehmen kann. Oh. Täuschend. Hier ist aber Sackgasse, oder? Nix. Taschenlampe aus. Ja, sieht so aus. Okay, dann können wir kurz hier nochmal lang gehen. Dann gehen wir zu unserem Missionsmarker. Können wir mal schnell speichern, nicht dass ich doch irgendwie jetzt aus dem richtig laufe. Ja, ohne vorher die Informationen okay, zu sammeln. Okay, das reicht. Verkauf was von deinem Kram. Nein! Also ja, auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Wir haben gerade nichts. Wir können gerade nicht verkaufen. Ein Buch. Viel wert. Steht hier schön was? Okay. Buch. Ja, eh Ende, oder? Ist auch keiner drin, wo irgendwas triggern könnte? Ja, dann gucken wir mal, was hier irgendwie in der Krankenstation gibt. Was hier alles passiert, dass hier so viele Dinger sind? Warum sind hier zwei verschiedene Fraktionen? Wissen schon noch mehr von den Artefakten und die wollten beide irgendwie, das Beste war zufälligerweise hier und die anderen, die Militärgruppe, war hier halt um Dings. Ne? Halt das auch, den auch zu finden, wie wir. Und könnte ja sein. Ich glaube nicht, dass er noch hier ist, ehrlich gesagt. Er wird locker irgendwie entführt oder so. Ein Scheiß. Hör auf, bitte. Alter, wie viel das wert ist, das Zeug. Zum Teil zumindest. Schon krass. Das da nehmen wir alles mit. Fast alles. Bücher vor allem hier gibt, die man lesen kann. Auch. Komm mit. Das ist schon krass.
Okay. Cool. Nehmen wir den Teil hier fertig. Wunderbar. Ah, stopp. Klebeband. Wichtig. Gut, dann gehen wir einen Schritt zurück. Hey, war noch hier dran, oder? Ja, ging auch. So. Ging auch, dann haben wir das jetzt hier alles. Jetzt haben wir noch den Raum da hinten. Also, wo die Leute herkommen. Da könnte man gucken, ob noch was ist. Können wir nochmal speichern. Und dann gehen wir zu unserer Mission. Beruhig dich. So bin ich jetzt auch nicht gelaufen, nur weil ich ein bisschen was getragen habe. Jetzt Item-Management machen als du. Das dauert so lange. Hier gibt es nichts Wichtiges, oder? Und das war wertvoll, okay. Toilettenpapierrolle, ja. Was auch sonst auf dem Boden rumliegen, gut. Vielleicht ein paar Credits, die versteckt sind. Keine Ahnung, wie ausgesprochen werden. Na gut, was wollen wir hier machen? Okay, Leute. Mal das folgendermaßen, wie erstmal unsere Missionsmarker. Sieht so aus, als wäre hier unser Endziel. Wir tun gerade was da vorne verpassen. Deswegen laufe ich da mal vorsichtig und langsam hin. Aus Gründen, die man hier vielleicht gerade sieht. Genau, hier waren wir. Und die Dining Hall haben wir halt einfach mal ausgelassen, weil wir angegriffen wurden. Gut, Quertest nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Essen nehmen wir auch mit. Essen ist immer gut. Spielfiguren. Herr Schnees. Ja. Ich lasse die einfach bei mir dann in der Bude oder so. Passt schon. Okay, ist immer so viel zu looten, ey. Vollkommen überfordernd. Hier haben wir schon eine Tasse, die brauche ich nicht. Was für Nahrung, ey. Feind eliminieren! Okay. Sich hier versteckt, ey. Wo ich gerade am Scannen war. Und noch einer. Ja, komm, so eine Zaubertaste nehmen wir mal mit. Fällt dir keinem auf, dass wir das mitgenommen haben. Tja, hätte ich sterben müssen, ne? Und mit uns reden können. Jetzt hätte ich nicht umgebracht. Was das dann schön ist. Die sind noch recht selten, glaube ich. Nehme ich sehr gerne mit. Teller. Sind was wert, aber ich nehme mich nicht damit zu. Da habe ich gar keinen Inventarplatz. Also, der eh schon voll ist, okay. Aber. Muss ich nicht komplett übertreiben. Was haben wir hier oben? Müsli, her damit. Schleifer. Wiegnex nehmen wir auch mit. Toast. Lol. Der Toast lasse ich nicht liegen. Könntest du aber sowas von vergessen. Dietrich, auch sehr wichtig. Plünderer. Was soll ich sagen? Was ist gerade für ein Sound? Alles mit. Hier ist noch Essen drin, nehmen wir auch mit. Ja, wir haben halt großen Hunger. Ich meine sehr großen Hunger. Ja, die will das alles haben. Die macht das nur für sie. Ja. So. Oh. Ich auch gerne mit. Wein anscheinend. Ich weiß nicht, ob ich richtig gesehen habe. Ja, ups. Wie ist das angekommen? Bisschen selbst in mein Inventar gekommen. Keine Ahnung. Ja, mehr ist mich auch gar nicht. Beste Hilfe-Ding hat nichts mehr. Willst du wirklich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Hier ist Essen. Hallo? Ich darf doch nicht Essen hier liegen. Ist doch schlecht. Leerband. Wollte ich eigentlich nur haben. Voll die Verschwendung, wenn ich nicht weiterverkaufe. Das Zeug.
Für einen überteuerten Preis. Tür. Ich muss ihn nicht direkt zerschießen. Okay, überredet. Da ist hier so ein Draht drin. So, okay. Dann sind wir hier durch. Aber wo ist denn unser Marker dann? Hä? Müssen wir doch da lang laufen? Wo uns gezeigt wurde. Also wo wir eben waren. Scheint. Ja, war ich richtig? Wow. Nach oben kommen wir aktuell noch nicht. Ja, dann waren wir da doch richtig. Wunderbar. Sollte man Inventar sauber geben. Aber wir sind eh bei zu viel. Ist irrelevant. Ups. Ich wollte gar nicht rein. Da hinten lang. Die sterben daran, bitte. Und dann. Da lang, ne? War das. Ja, die Folge wird ein bisschen länger, wie ihr merkt. Ups. Vielleicht kann ich die beiden Folgen auch mehr zusammen. Nehmen die eine Abbot einfach raus. Können wir auch zur Not machen. Dass nicht so eine übertrieben lange Folge wird. Ich würde schon gerne momentan ein bisschen lernen. Was können wir doch von hier aus nicht? Oder können wir von hier aus, um unser Schiff zu greifen? Wahrscheinlich nicht, oder? Frachtraum F. Ah, aber das ist noch voll. Was ist noch voll? Habe ich nicht aussortiert und verkauft? Ah, stimmt. Wir konnten nicht mehr verkaufen, weil das Ding, mit Terminal kein Geld mehr hatte. Ja, deswegen habe ich es nicht mehr verkauft. Ja, scheiße. Hätte ich jetzt was da reintun können. Das ist ja doof. So, hier haben wir da noch Schönes. Hallo. Was? Nicht schlagen? Ich hatte Schießen gelitten, weil die haben sich sicher angegriffen. Feuer frei! Ja! Volltreffer! Wie, ich hätte jetzt mit denen reden können, dann gibt's Ärger. Sollte mich mal vor allem dringend teilen. Hör grad auf. Was haben wir da Schönes? Medipack, Verbände oder Medipack? Entschuldigung. Auf selber schießen. Geil. Huch. Er lebt ja noch. Alles okay bei dir? Hoffe ich doch. So, fangen unten an zu looten. Geil. Was haben wir hier Schönes? Ein Tablet. Nehme ich gerne. Ein Gegner, der richtig krassen Scheiß dabei hat. What the fuck? Nehme ich auch sehr gerne, diese besseren Söldner hier, oder was macht die jetzt hier irgendwas machen sollen, die sind gar nicht so schlecht vom Loot her. Die finde ich gut. Wenn es jetzt eine Möglichkeit bei denen irgendwie friedlich das zu machen, dann BTF. Wäre ärgerlich. Aber gut, so bestimmt ist der Loot. Ein Cappy, ja, yeah, why not? Was ist das? Hier kommen wir eh nicht raus, gehe ich schon aus. Was sind aber Leute? Das geht auf. Wenn ich gleich die Tür aufmache, wird es lustig. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Mich wundern. Hier gibt es sonst nichts so Wichtiges eigentlich. Okay, dann gehen wir dann mal nach oben. Gleich. Den hier mit, der gibt Geld. Dich wollte ich eigentlich gleich mitnehmen. Naja, zu schnell gedrückt. Den können wir mitnehmen. Das Tablet auf jeden Fall auch. Die geben richtig viel Geld, genau wie dich. Nein. Dich auch. Die Frage, ob die den vielleicht als Geisel haben. Das könnte ich mir echt gut vorstellen.
aber ich glaube, da werden wir nicht lebend ankommen, so wie ich mich hier gerade überlade. Oh Leute, habe ich noch nicht das Teil. Oh, Himmels Willen, wirf endlich was von dem Kram weg. Ja, sobald wir irgendwo Lagerplätze haben, tue ich diesen dann da rein, das Zeug. Oder verkaufe es halt vorher. Das ist ein anderes Kartendeck. Ich weiß nicht warum, aber ich hab's. Hey. Andere Taste wieder. Das Spiel sagt irgendwas, dass ich überladen wäre. Ich weiß gar nicht, was es damit meint. Dabei nehme ich gleich mal alles mit, wie anfangs, ja? Bin schon gebessert. Wird wahrscheinlich irgendwann doch weniger werden, gehe ich schon aus, was ich mitnehme. Wow. Aber aktuell will ich das alles mitnehmen. Why not? Okay, das habe ich. Leute, was ist das? Voll cool. Nice. Please fix. Ja, nö. Keine Zeit dafür. Wait. Die Ecke habe ich noch gar nicht. Wurde ich gerade hin, das ist gelootet. Okay. Ja, die macht eine Pause. Verstehe ich komplett. Solange ich wieder hier brauche. Klar. Würde ich irgendwie so machen. Hatten wir. Das hatten wir. Huch, die Tresche. Ganz wichtig. Ja. Sollten wir alles haben, ne? Witzig mit das Senden, okay. Superfood. Na dann. Her damit. Den nehme ich noch mit. Sonst Skulptur. Die Kaffeetaste sehe ich gerade nicht so gut, aber nehme ich auch mit. Okay, ja. Gut, dass ich nicht überladen bin. So, jetzt ging es hier noch irgendwo nach oben, ne? Noch weiter. Und unten ist wahrscheinlich das Tor, gehe ich von außen, wo wir dann direkt rein können. Aber es ist ein bisschen uff, sehr direkt. Ich bin mal gespannt. Nicht verborgen. Was hier oben wäre. Kein Scheiß. Nein, dafür habe ich den Schnellspeicherpunkt gemacht. Ich will nicht entdeckt werden, noch nicht. Ich habe gar nicht den da gesehen irgendwie. Keine Ahnung, ich war gerade irgendwie, ich habe irgendwie unter da so gedacht, da sind die Leute und so und I don't know. Egal. So, die werden da unten jetzt wahrscheinlich sein. Vielleicht auch unsere gesuchte Person. So, welche davon habe ich noch nicht? Scheiße. Da komme ich nicht schon rum, oder? Sie werden mich eh direkt sehen, sobald ich da hinlaufe. Das doofe Gefühl. Ich schreibe jetzt Kugelwischer. Haha. Ist das ein Schiff, was da angedockt ist? Jetzt. Sind schon ein paar. Ein paar kommen links rum. Dann gehen wir rechts rum. Kann ich weit laufen, das ist ein bisschen doof. Kommst du? Ich kann ja eh nicht durchschießen.
Also, dürften eigentlich nicht, weil ich kann es auch nicht. Und mit dem Fenster ist es auch so stabil? Ja, es ist okay. Noch wer? Dass man rein schleichen geht, weiß ich echt nicht. Dieses Spiel, ey, irgendwie, ich werde immer entdeckt. Direkt. Weil ich bin schleichen oder absolut scheiße. So, hat keine Ausdauer leider. Aber gut, dass ich gute Schießen keine Ausdauer kostet. Das ist korrekt, der kann echt nicht viel. Er hat sogar seine eigenen Decken zerstört. Oder wir die umgeschossen? Weiß ich gerade gar nicht. Na komm raus. Ich bin immer zu reich für dich. Jetzt. Klar. Tag verloren, na dann. Das war echt böse. Laser hat mich auch noch eine Range-Waffe? Ne, hat noch nicht und noch keine Sniper oder sowas, ne? Okay, haben wir noch nie benutzt. Scheiße. Verbrennungen, Kacke! Hör mir auf zu brennen, bitte. Was sind denn die Assis? Ganz schön groß hier schon wieder. Yay. Worauf schießt sie? Da ist doch nichts. Also, wahrscheinlich schon, aber ich sehe nichts. Da. Da drin, ne? Wohin müssen? Das ist jetzt hier. Du bist tot! Gar schon was aus, der Arsch. Die können wir mal im Nahkampf verwenden. Erstmal muss ich kurz warten. Vielleicht ruhig. Komm doch da hoch. Okay. Wenn ich überladen bin, komme ich hier nirgendwo hoch. Ich bin komplett runtergefallen. Scheiße. Und die fette Waffe weg. Komplett. Das vorgestellt ist hier gerade. Ja, die macht das schon, ne? Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Nein. Ich würde gerne wieder hoch, aber ich bin einfach zu fett gerade. Den looten wir jetzt einfach hier ein bisschen. Schon mal da sind. Die kommen schon von alleine her.
Hier gibt es nichts. Hier gibt es echt nichts. Ich habe leider keine Ausdauer, um dir zu helfen. Tut mir leid. Wo seid ihr denn? Das ist gerade nervig. Hey du, hör mal runter, genau. Heute ist der falsche Tag, um ihn zu nerven. Ich nehme gar keinen Schaden damit. Egal, drauf da. Weil es kann. Blitze ich ihn weg. Da will ich auch noch nicht rein, ne? Ist dir klar? Oder lebt hier noch irgendwo einer? Der Schweißer ist scheiße. Ich dachte, das wäre eine krasse Waffe. Ist es jetzt aber eher weniger. Okay. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, ich gucke jetzt hier mal. Und dann noch einen kurzen Cut sehen wir uns dann da am Punkt wieder. Wenn wir dann da reingehen. Mal gucken, was da auf uns wartet. Wird ja wahrscheinlich irgendein Hinweis sein oder irgendwas. Oder seine Leiche. Wer weiß das schon, ne? Ja, dann bis gleich. So. Noch einen kurzen Cut sehen wir da. Ich habe mal alles gelootet. Mehr oder weniger noch einiges gefunden. Und jetzt gehen wir hier rein. Schnüppeln das dann schnell. Aber das ran. Okay, ist aber niemand. Okay. Mal an, was er zu sagen hat. Hier spricht Vanguard Moara. Sorry, wenn ich ein paar Sachen der UC ausborgen musste, aber die Sternwerft wurde überrannt. Hab mein Schiff geflickt und bin unterwegs zum Neptun. Werde noch einmal darum bitten, dass die Fleet hier rauskommt und sich um die Spacer kümmert. Aber bis dahin, wenn einer von euch Verbrechern zuhört, ich bin der Geist, der euch in der Nacht euer Zeug klaut. Haut ab, solange es noch geht. Ja, okay. Fordert die Spacer ja fast heraus, ihn zu jagen. Kein schlechter Plan. Die Chancen, eins ihrer Schiffe zu zerstören, stehen viel besser, als gegen sie alle zu kämpfen. Ja. Cool. Wir müssen jetzt noch irgendwie hier raus. Das Spiel ist der schnellste Weg. Und da müssen wir nochmal zu dem fliegen. Ob wir das noch machen, weiß ich gerade noch nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Leider kann ich nicht so schnell laufen. Fuck, falsch gelaufen. Hört mal einmal drauf, oh nein. Ach ne, hier sind wir. Okay, bin ich vorhin schon mal runter. Okay, das Klettern kostet viel zu viel Ausdauer. Mein Endeffekt nichts gebracht. Super. Ja, ein Medpack ist okay. Ja, das ist der Nachteil, wenn man sich überladen hat. Ich komme hier direkt zum Eingang. Ah, blöd. Das Teil habe ich vorhin auch schon eine Tür aufgemacht. Von der Seite kam mir nicht rein, weil es diese Emergency-Tür war, diese rote. Und ne, Secure-Access-Gedöns. Genau. Und da geht's dann wieder raus. Dann fliegen wir erstmal dann. Und wenn es schnell geht, dann machen wir das noch. Würde ich sagen. Also dann. Abdocken. Jetzt haben wir gerade die Dinge aufgeräumt. Wunderbar. Dann muss das. Map. Wir müssen jetzt zu der Neptun. Scan nicht möglich, aber wir wollen hinfliegen. Let's go.
schön. Halt, siehst du das? Da draußen treibt ein Schiff. Keine Zeit für Sightseeing. Das könnte unser Vanguard sein. Ja, hätte ich auch so keine Zeit für Sightseeing. Let's go. Da stimmt was nicht. Die Waffen des Schiffs werden aktiviert. Aufgepasst! Natürlich. Wenn du aufhörst, uns zu beschießen, antworten wir gerne. Das will ich nicht. Söldner haben mein Schiff gekapert. Ein paar habe ich weggenullt, aber sie haben mich festgesetzt. Ich brauche Hilfe. Wenn wir das Schiff wegballern, ist der Tod und unser Artefakt ist verloren. Wir müssen an Bord gehen. Ziel auf die Antriebe. Wenn sie ausfallen, haben wir unsere Chance. Ja, das ist so easy. Ich hab die Antriebe. Du bist ja witzig, ey. Ein Stein im Weg. Wie konnte man das denn noch machen? Wie konnte man nochmal. Ach, da stand auch Ziel wählen. Mit ohne Taste, warte mal kurz. Ziel wählen. Ja. Ich würde gerne auf die Antriebe schießen. Wie konnte man denn nochmal speziell das Ziel dafür auswählen? Warum kann ich mich gerade so scheiße steuern? Steht auf dem was? Das ist unfair. Ja. Wie mache ich das denn jetzt? Ich kann doch Weltraumkampf nicht und wie zum Teufel kann ich denn nur. Moment, Einstellung. Tastenbedingungen. Wie kann ich denn von ihm auswählen, worauf ich schießen möchte? Dafür gab es da auch was, oder? Mal. Raumschiff. Perspektive umschalten, Waffen abfeuern. 1, 2, 3, Gedöns, Schiffsaktionen, R, Ziel wählen, E, ja. Und wie wäre das, wenn ich sagen würde, ich würde gerne von ihm nur Spezielles abschießen? Geht das irgendwie? Ich hoffe mal, dass wir das Richtige treffen. Haha, scheiße. Ich treffe mich halt doch gar nicht gut. Maus 1, 2 und G. Schiffaktion R. Wird das mal aus. Was ist das denn? Hä? Keine Schilder mehr, unfair. Jetzt kann ich selbst schießen, wie ich will. Nice. Oh Gott, vorher auch schon. Haha. Glaube ich. Keine Energie. Aua, entschädigt, weil ich einfach zu dumm bin. Aber ich kann auch das Schiff nicht steuern, Alter. Ich komme nicht rum. Wenn ich hier rum bin, bin ich schon längst tot, ey. Ne, schaffen wir nicht. Wir kommen nicht an ihn ran. Problem ist, ich tue mich nicht reparieren am Arsch. Da sind wir auch so echt mega lahmarschig, ey. Was haut der ab? Die abwählen? Ich will dich zerstören. Nein! Sehr gut. Fertig machen zum Andocken. Wait, ich soll es im Endeffekt doch einfach abschießen? Wo ist es hin? Da. Einfach schnell drücken, ich komme in der Steuerung gerade gar nicht klar. Ich dachte, ich mit Schiff vernünftig fliegen kann irgendwie. Ich habe mich das Tutorial als mit Controller gemacht. Und nicht damit. Vielleicht mache ich es nochmal neu. Weiß ich nicht, aber jetzt für die Aufnahme reicht. Ich würde jetzt gerne sehen, was da abgeht. Aufstehen.
schon mal so am Arsch. Dann auf jeden Fall nochmal neu machen. Aber hierfür reicht es, glaube ich. Dann mache ich es nochmal neu. Eigentlich bekommt man das besser hin, Leute. Hätte einfach so schießen müssen. Aber ich dachte, ich würde auf eine Antriebe zünden. Komm, wir laden nochmal. Schnell speichern. Ja. Ich sehe es gerade, als wir so hart verkackt haben. Das kann ja irgendwie nicht sein. Jetzt haben wir es geschafft. Aber jetzt einfach zerstören. Einfach draufballern oder was? Da stimmt was nicht. Die Waffen des Schiffs werden aktiviert. Aufgepasst. Wenn du aufhörst, uns zu beschießen, antworten wir gerne. Das Schiff wegballern, ist der Tod und unser Artefakt ist verloren. Wir müssen an Bord gehen. Ziel auf die Antriebe. Wenn sie ausfallen, haben wir unsere Chance. Da sehe ich sogar hinten an. Okay. Ah, komm schon. Ist so nicht wendig. Es ist zu kotzen, ey. Besser. Ich wollte halt vorher nicht, dass es eine Anzeige runtergeht, weil ich dachte, er explodiert direkt. Dabei, was ist anscheinend doch nicht der Fall? Was ich ganz verstehe. Ich war eigentlich nicht deine Antriebe ausgeschaltet, dachte ich. Ich habe einfach das Schiff eigentlich zum Explodieren gebracht, hätte ich jetzt vermutet. Deswegen habe ich vorher nicht so draufgeballert und wollte nur auf seine Antriebe ausschließlich schießen. Naja, egal. Hat ja funktioniert, machen wir jetzt so. Wir sollten auf jeden Fall eine Waffe nehmen, die definitiv mehr Muni hat. Immer die. Bereit? Was wir müssen den Vanguard retten. Okay. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, heute retten wir erstmal ihn. Let's go. Und wohin jetzt? Was ist denn? Problem ist, wir haben natürlich. Hier ist er. Bist du bereit? Auf der Seite. Dann gehe ich auf die Seite, können wir beide draufballern, ja? Das aufgebaut als sonst. Hier ist keiner, okay. Dürft sogar looten, lol. Aber dass ich klauen ist, nämlich mit. So ein bisschen. Okay. Sauerstoff, ja, ich weiß. War hier nicht richtig, hä? Oh! Alter! Hä? Okay, warte kurz, bis wir wieder wieder laufen können. Ich dachte, hier wäre richtig. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also, ich glaube, mal klar, beim Q-Quartas. Irgendwie? Okay, jetzt sind wir falsch. Dann müssen wir. Frontier? Ah, lol. Hier rein. Natürlich. Ey, kommst du bitte mal? Also müssen wir alleine machen. Könnte ich dir auch mal eine bessere Waffe geben? Pass mal so auf. Oder kommen die nicht? Das sollte mal nachladen, ja? Danke. So. Ich weiß nicht, was hier losgibt. Zwischensequenz und so ein Scheiß. Wenn wir keine Chance mehr haben, werde ich mich kurz mir etwas umschauen. Entspann dich. So, wir sind ein bisschen überladen. Okay, das ist noch eine Trashspur, die ich gerne mitnehmen würde.
Einen haben wir noch. Ja, nee, gerade nicht. War ja nicht das Schiff, hat er sich auch nur geklaut. Richtig, richtig. Sonst kann ich einfach nicht spielen. Hätte ich super. Habe den Schütze gefunden. Müssen die eh looten. Guck. Ha. Den hatten wir, ne? Den hatten wir gar nicht. So. Jetzt können wir mal mit ihm kurz reden. Schön. Hi. Euch zu sehen, wer ihr auch seid. Wir sind alle unverletzt, oder? Das werte ich als Erfolg. Mhm. Wir gehören zur Constellation, der Entdeckertruppe, wir müssen reden. Ihr falsches Schiff entern und Leben retten, großartig. Ekliptik-Söldner. Die arbeiten praktisch für jeden und Vanguards schließen eher keine Freundschaft mit Piraten, Dieben und Plünderern. Oh. Anscheinend sind sie jetzt genervt genug, dass sie ihr Geld zusammengelegt haben, um Profis anzuheuern. Tja. Was? Euch gibt's noch? Mann, ich kenne nur die Geschichten. Wir kennen auch Geschichten. Von einem Objekt, das du gefunden hast. Ihr wisst also, was das ist? Ich wollte es in Cydonia verscherbeln. Und der Typ dachte, ich verkaufe gefälschtes Titan. Nice. Es verträgt sich nicht mit Scannern. Wertlos, wenn man seltene Mineralien verticken will. Ich sollte es also lieber nicht als Kühlerfigur verwenden? Ne. Ja, Artefakt würde ich es erstmal nicht nennen. Nicht, dass es dann irgendwie noch zu viel Geld haben will. Ach das, ja. In letzter Zeit war die Hölle los. Spacer, Varun-Fanatiker und die Ekliptik sind hinter mir her. In der Sternenwerft von Nova Galactic sind wir ein paar Ekliptik-Mitgliedern begegnet. Wollten die zu dir? Mist, so haben sie mich wohl gefunden. Ich wusste, es war fast aussichtslos, die Spacer zum Neptun locken zu wollen. Anfängerfehler. Ich bin seit Jahren auf Schattenjagd im Sol-System. Aber immer wenn ich auf dem Mars bin... Wartet Cydonia auf dich. Runtergekommen. Vergessen. Es haben einfach irgendwie alle aufgegeben. Ich verbringe immer mehr Zeit im Sternenmeer. Manchmal überlege ich, ob ich überhaupt zurückgehen soll. Hm. Na. Aber hallo. Irgendjemand muss eben auf die alte Heimat aufpassen. Auf jeden Fall. Wenn du mal in Cydonia bist, trinken wir ein Bier. Entschuldige, aber wir suchen etwas. Das seltsame Objekt, das du gefunden hast? Oh, klar. Hey, könnt ihr haben. Ihr habt mich gerettet. Sehr nett. Hoffentlich findet ihr raus, was das für ein Ding ist. Nehmen wir uns das Artefakt. Sehr, sehr gerne. Und auch verdient. Da vorne hat es hingestellt. Ich bin leider überladen. Ich darf nicht. Du hast gesagt, ich soll es wohl tragen. Nö. Ist auch nichts wert. Gute Arbeit. Und jetzt zurück zur Loge. Ja, machen wir. Sehr gerne. Vielen Dank, ne? Danke nochmal für die Rettung. Ich weiß nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Nicht viel, würde ich behaupten. Aber kein Problem. Schön. Haben wir es auch noch gemacht. Freut mich. Also, wir haben alles gedootet. Ja. Dann können wir. Sorry, sofort hier. Hast du noch was zu sagen? Zurück zur Loge, oder? Auf jeden Fall. Okay. Frag mich, was du willst. Ja, ja. Nur mal um ganz sicher zu gehen. Bis dann. Ja, dann könnte was Neues, gerade Neues. Denn, ja. Wir haben ja ein bisschen was erlebt. Ich würde sagen, für die YouTube-Folgen reicht es. Das Kleine jetzt angespielt, habe ich es ja jetzt umgebaut quasi.
Das sind ungefähr 10 Folgen. 11 Folgen, 10, müssen eigentlich 10 Folgen sein. Und ja, viel mehr finde ich erstmal keinen Sinn. Das Spiel war zu groß, um daraus ein komplettes LP zu machen. Und ich würde lieber privat ab und zu ein bisschen zocken. Ohne Aufnahme. Und ja. Das würde ich mal sagen. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss, bis zu einem anderen Projekt.